Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ja, nach einer kurzen, nach einer bisschen langen Pause, länger als gedacht, musste ich ein paar Tage die ganze Zeit umziehen und Kästen, das Bett, das Pult, alles aufbauen. Niemand hat mir leider geholfen. Ich musste alles alleine machen und es war extrem heiß, also mir floss es nur so den Körper herunter und aber jetzt bin ich zurück und jetzt kommen hoffentlich mehr oder weniger viel Parts, weil ich habe ein recht schlechtes Internet hier. Ich muss das alles zuerst irgendwie hinkriegen, damit ich Besseres habe und dann geht es danach wieder ein bisschen schneller vorwärts mit den Parts. Ich habe so gedacht, ich werde immer wieder abwechseln zwischen Leveln und hier diese Reichsschlachten. Und anfangen tun wir eben, weil es ja jetzt der erste neue Part ist, mit den Reichsschlachten. Und schauen wir mal zum Samal fort. Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Es wird nämlich nie geschrieben, wo man ist, wo die Leute sind. Das Cyberrider. Aha. Also, wir haben Eferias Kessel. Sonst sind alle von uns hier. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Es ist immer so. Kaum schaut man mal auf die Map, greift schon einer an. Aber wenn man nicht auf die Map schaut, greift niemand an. Das ist natürlich normal. Oh, der Arme hat mich nicht erwischt. So, also, es ist hier nichts los und ich traue mich jetzt gerade nicht raus, weil der hat sicher andere Leute angelockt. Er ist gerade hier, nicht hier. Ja, der ist hier dort drüben geblieben. Vielleicht raus und dann gleich nach rechts. Muss ich mal schauen. So. Ich hoffe, mit der Stimme und alles ist in Ordnung, weil ich habe gerade irgendwie so ein bisschen Störgeräusche beim Headset. Und das letzte Video ist der erste Part von Path of Exile to Awakening Let's Play war ein bisschen leise, weil YouTube einfach mal so dumm ist und den Part ungefähr viermal so leise stellt. Und beim Media Player auf dem Desktop bekomme ich fast einen Hörschaden. Aber auf YouTube höre ich fast nichts. Und deshalb kann es sein, dass es ein bisschen Ding ist. Ein bisschen übertönt ist. Aber ja, es ist halt auch ein anderer Raum. Und eventuell ist es einfach ein bisschen ungewohnt für mich. Weil ich so eine klangvolle Stimme habe. Nicht mehr so eine Kirchen Stimme. So, also Herbret wurde von den Eisen auf erobert und da greifen wir wahrscheinlich nicht an, dann gehen wir am besten mal nach Akersborg, schauen dort, ob es Igen hat, die versuchen anzugreifen. Und ein Schatz. Ein Schatz für mich, ein Schatz für mich. Ja. Algaros, okay. Die wollen jetzt Süden einnehmen oder was? Okay. Dann gehen wir doch mal nach Alsius. Brechen ein bisschen ins Hinterland auf und nerven sie ein bisschen. Ich hoffe, die Icken sind nicht zu dumm jetzt und meinen, sie müssen dann den Zöten vorne an der Front beitreten, also angreifen. Weil sie in einen Hinterhalt zu locken. Trelleborg. Die Zöten greifen ihr Hinterland an und die Alsen greifen den Zöten ihr Hinterland an.
Wie lustig. Ja, von Taktik ist leider in diesem Spiel nicht viel übrig geblieben, weil es einfach momentan nur darauf ankommt, so schnell wie möglich ein Fort anzugreifen und es einnehmen zu können. Aber ja, Gruppenplay. Ich warte einfach auf Gruppenplay, aber die meisten Leute sind so langsam. Ja, ist ein bisschen blöde. Jetzt, wo auch ein bisschen weniger online sind oder andere Charaktere angefangen haben. Weil ich habe Leute, zum Beispiel diese Arichalkos oder hier der Krako, habe ich noch nie gehört. Scheinbar haben die kurz einfach einen neuen Charakter-Ding und haben nicht... Ja, haben andere Charakter-Namen. Nicht wie ich, wo immer Drago heißt. Und dann weiß man nicht, wem sie gehören, oder? Aber eben sind meistens Unbekannte, die wahrscheinlich einmal pro Monat kurz reinschauen und dann nie mehr. Ist ein bisschen blöde. Busch verstecken. Noch kurz ein Ding abmachen. Hab ihn nicht gesehen. Die Flügel ausmachen. So. Weil die sind schon ein bisschen verräterisch. Ist wahrscheinlich auch wieder ein Jäger. Es spielen nur noch Jäger. Jäger und ja, Barbaren noch ein bisschen. Ist ein bisschen schade. Hätte ich nur ein bisschen mehr Einfluss, ich könnte das Segnum-Spiel ein bisschen spannender wieder machen. Den Leuten einfach sagen, was sie tun sollen, damit es wieder spannender wird. Und nicht immer so unfaire Sachen machen. Also viele Sachen sind einfach unfair in diesem Spiel. Dann hat NGD Studios auch keinen Erfolg. Sie hätten so viel Erfolg. Würden sie es richtig machen, hätten sie so viel Erfolg. Aber leider nicht. Also in Allgäu ist wirklich nichts los. Es ist überhaupt nichts los. Gammeln lieber am Bind herum, als irgendwas zu kämpfen. Schade. Es ist nichts los. Mit meinem Part ist nichts los, weil die anderen auch nichts machen. Ja, im nächsten Part werde ich wieder leveln. Dann bin ich Level 60 und kann solche Forts im Alleingang machen. Ja, bis dann müssen wir einfach nicht so spannendere Parts machen. Ich kann ja mal schreiben. Bitte mal was. Mal schauen, was sie jetzt wieder auszusetzen haben. Das letzte Mal, als ich es geschrieben habe, haben sie gesagt, ja, mach du mal was. Dann habe ich geschrieben, ich bin Level 48. Dann haben sie gesagt, ja, bist du selber schuld, wenn du die Zeit nicht investierst in Rechnung. Habe ich gesagt, habe ich Zeit? Dann haben sie gesagt, oh, du bist ein Opfer. Ja, man wird halt immer wieder ein bisschen gekontert in Ignis-Chat. Weil es einfach so richtig arrogante Leute gibt, aber ja, was soll man machen? Es ist ein Game, das langsam am Aussterben ist, habe ich so das Gefühl, wenn nicht mal irgendwas kommt, ein großer Patch mit irgendwas Content, dann wird Regnum irgendwann mal ausgestorben sein. Das ist sehr, sehr schade, also. Weil Regnum ist eines meiner Lieblingsspiele, obwohl sie endlich mal Taube X. Oh, macht ihr mal was? Ja, aber ihr macht ja nichts. Hallo, greift doch an. So, der Arme. So ein Arme. Ja, das ist auch ein Low-Leveliger. Hä? Das sind nur zwei Königreichspunkte, der war schon ein bisschen höher. Kann man das nochmal schauen? Schwer, also. Aber nicht mehr so, also nicht so Level 60, der ist ungefähr so Level
54, 55 so. Oder Level 60 doch. Ich weiß jetzt nicht genau. Es steht nicht, das ist ein bisschen schade. Die hätten das schon dran anstellen können, dass man es sieht. Wo wollen die jetzt hin? Ich hoffe, wir geraten jetzt nicht in einen Hinterhalt oder so. Ich möchte schon noch ein bisschen spielen. Okay, der ist unsichtbar. Der andere auch. Also es spielen eigentlich nur noch, ja, seht ihr? Drei Jäger. Es spielen nur noch alle Jäger, weil die sich unsichtbar machen können. Der ist wahrscheinlich auch Jäger. Ja, ja. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, damit die einfach ein bisschen aufgedeckt werden. So. Damit die einfach nicht aufgedeckt werden können. Und, es sind nur noch Jäger online. Ich verstehe es nicht. Ist es denn so am Verzweifeln, dass die Leute sich unsichtbar machen müssen? Bisschen blöde, ein bisschen blöde. Ja. Aber nicht alle. Fluch auf 5 bringt das Vieh. Fluch ist doch das mit der Trefferchance minus. Also ich finde Jäger nicht stark irgendwie, also eben nur haben sie Boni halt durch die Unsichtbarkeit und durch die Debuffs, aber sie sind zu wenig stark, um es irgendwie spannend zu machen. So, ich gehe außen herum, weil die haben als Jäger nicht so gute, ja, die müssen halt unsichtbar bleiben bis zum Fort. So bleiben sie unsichtbar und ich kann ein bisschen dann angreifen von der Seite. Ich bin so der Taktikmeister. So. Mal kurz hinlegen. Ja. Okay, das ist wieder grün. Vorher war es blau. Die greifen nicht an. Wie ich es gedacht habe, greifen die leider nicht an. Ich könnte aber noch ein bisschen reiten. Ja, danke. Komm. Nein, er ist nicht aktiv. Der Gegenstand ist nicht aktiv. Spiel. Es ist niemand da. Ja, es ist gar niemand da. Es ist niemand da und sie greifen nicht an, weil sie einfach Feiglinge sind. Ja. Ja, dann bringt's halt nicht so viel. Ich dachte, ich könnte mit euch schön ein bisschen an Fort einnehmen, aber wenn niemand da ist, das ist wirklich fast niemand da, also kein Fort wird eingenommen innerhalb von ein paar Minuten. Flumine ist hier. Und die Jäger sind hier irgendwo hinten dran. Der ist auch, okay, der ist anspruchsvoll. Die Flumine. Alga. Was machen die bei Alga? Irgendwie habe ich so das Gefühl, jeder kämpft irgendwo, wo es halt am wenigsten zu bekommen gibt. Weil wahrscheinlich dort, wo es am meisten zu bekommen geben wird, ist es einfach zu stark verteidigt, oder? Aber wenn sie jetzt Algaroth zurückerobern, was haben sie denn, die Syrten?
Außer dass vielleicht das Tor angegriffen werden kann. Das stimmt. Schon wieder einer, der nach einem Goal, GM bult. Ich weiß nicht, alle Leute wollen immer GMs, mit GMs reden. Ja, jetzt kommt hier noch einer, aber das ist ein Paladin. Nein, das ist ein Ritter. Oder? Ja, zwei Waffen. Ist ein Barbar, meine ich. Und Ritter. Ja, mir wurde gesagt, dass ich ein Noob sei. Das stimmt, ich bin ein Noob, aber auch nur, weil ich nicht viel spiele. Alle denken, ich würde sehr, sehr viel spielen und würde sehr, sehr viel in Erfahrung bringen. Das stimmt nicht. Also, ich bin einer, der noch nie so weit war. Doch, ein Level 53er hatte ich, aber ich hatte sonst wirklich keinen Charakter, der Level 60 war oder so, weil ich einfach nie am Stück gespielt habe, sondern immer wieder ein bisschen. Und dass ich jetzt beschimpft worden war und so, das ist wirklich unter aller Hose. Ich habe denjenigen gebannt, ich habe denjenigen, habe ich gemeldet bei YouTube. Ich hoffe, er hat die Lektion gelernt und weil er hat wirklich genervt. Also er hat ein paar Mal disliked, er hat immer wieder PNs geschrieben, er hat immer wieder auf meinem Kanal kommentaren, auf meinen Video kommentaren, überall gepostet und so englischsprachige Leute, die immer wieder bei mir regnen umschauen, hat er irgendwie ein bisschen vergrault oder so in seinem schlechten Englisch. Ja, da musste ich ihn bannen. Also, wie gesagt, ich habe Regeln auf dem Kanal und wer das nicht einhaltet, also mehrmals diese Regeln bricht, der wird leider gebannt. Und wenn es so weit kommt, wie er es gewesen ist, dann wird man leider auch gemeldet auf YouTube. Aber ich denke, die YouTuber werden das nicht so da oben. Soll ich dort oben machen? Ja, eben, es wird so nicht so viel gemacht. Also die Leute werden nicht irgendwie gesperrt oder so, also dass sie keine Videos mehr schauen können oder so, sondern sie werden einfach mal gemerkt und haben dann ein paar Vorteile weniger. Und für mich ist so etwas klar, gibt es auch auf anderen Kanälen, und wer sich nicht daran hält, der hat eben das auf dem Hut. Aber ich will niemand schlecht machen. Jeder ist selber verantwortlich, was er tut. Und genau das war dieser Herr. Und ja, ich hoffe, er hat die Lektion gelernt. So, wir gehen hier an den Banox, weil sowieso keine Alzen und Sylten hier in der Nähe jagen. Also Level killen. Greifen wir hier die Orks an und schauen, ja, wenn die sterben, wir haben das Bind ja dort oben am Ignis Bind. Jo. Leider sind die Orks nicht so die lohnenswerten Gegner. Geben sehr wenig Items, aber das machen die Aquantis jetzt eigentlich auch nur noch, weil sie auch so langsam, ich glaube, blau sind. Ja, die sind auch blau. Ah, eine zweihändige Ignaxt. Oh, boah, was ist los? Das ist meine Belohnung, dass ich wieder anfange zu Let's Playen. Noch zwei Wochen. Toll, toll. Ja. Eine Angriffsgeschwindigkeit ist nur 1%. Schade. Ja, ist jetzt nicht so eine gute, aber eine... Immerhin eine Violette. Schön, schön. Richtig toll. Ich habe doch gesagt, die droppen nicht viel und jetzt droppen die doch schon eine
schöne Axt, die ich tragen könnte, aber nicht mache, weil meine ja Stärke ist. Meinen Hammer. Der ist schon ein bisschen stärker in den Bonis, aber hat auch Angriffsgeschwindigkeit plus 1%. Dafür mehr Bonusschaden. Ja, es ist Zweihand und das mag ich nicht. Ich will keine Zweihandwaffen und die ist Level 43, okay. Also macht doch schon viel Schaden, aber Feuerschaden vor allem. Wow. So. Oh. Nur noch 51 Leben gehabt. Was Menschenmüll? Dieser Menschenmüll wieder hier im Reich. Menschenmüll. Oha, Mako ist unsichtbar. Geil. Sexy. Rasch Autoschrott gefahren oder wieso so mad? Hä? Alarm, wie einfach alle AFK sind. Von welchem Strand? Aha, vom Herbststrand. Denke ich mal. Jetzt wenn die Herb... Ja, Siritis haben das Epherias Castle eingenommen. So sinnlos nach Herb zu gehen. Okay. Ja, ich schaue, dass ich im nächsten Part einen Zeitpunkt... Es ist wirklich am Abend um 8:30 Uhr. Jetzt sollten eigentlich die meisten Leute online sein, sind es aber nicht. Am meisten online sind immer am Morgen oder so. Wenn es die irgend einfach mal... ja, wenn die irgend Vorteile haben. Jetzt haben die irgend keine Vorteile, weil viele Süden und Eisen online sind. Aber trotzdem... Ja, es, ich finde halt den Zeitpunkt nicht, wo viele online sind. Also wenn ihr mal zusammen, also wenn ihr wirklich mal Lust habt, dass ich es auch einmal aufnehme und so, dann dürft ihr das gerne mir schreiben. Und dann kann ich auch einen guten Zeitpunkt für eine große Schlacht oder so rauskriegen, rausbekommen. Weil so macht es halt auch nicht so viel Spaß, wenn die anderen Leute keinen Bock haben, habe ich es im Let's Play natürlich auch schwer, oder? Also ich hätte riesig Bock, eine große Schlacht zu machen, aber wie? Wenn nicht mal irgend online sind, die stark genug sind und so. Oder sie einfach nur irgendwas anders machen. Dann bringt es auch nichts, oder? Aber ich habe richtig Bock, jetzt Level 60 zu werden. Und... Ja, mal schauen. Ob ich dann alles alleine mache. Ob ich es machen kann. Ohne Bossschmuck, ohne Sets und so weiter. Oder ob wenigstens einer kommt. Also, dass wir das... ein Fort zu zweit angreifen können oder so. Das fragt sich, oder? Aber ich finde es toll, dass das Regnum Let's Play so richtig berühmt langsam ist und dass die Leute Spaß daran haben. Auch wenn es manchmal eben nicht so spannend wird. Aber da seid ihr eigentlich auch zuständig, dass es gut wird, oder? Ich alleine kann es nicht so viel machen. Es ist ein MMORPG. Und alleine kann man also wirklich fast nichts machen. Und wenn sich wirklich jemand mal mit mir treffen will, egal ob es ein Syrtor, ein Alse ist oder ein Ige, dann dürft ihr das gerne mir Bescheid sagen, wann und wo ich euch treffen soll. Und
Ja, dann können wir auch PvP machen oder sonstige Sachen. Und wenn es wirklich viele Hirten kommen und so, können wir dann richtige Clans machen. Es geht leider mit den Eisen und mit den Hirten nicht. Aber, ja. Also wenn ihr Bock habt, also wenn ihr schon einen Hirten Charakter habt oder einen Eisen Charakter habt, schaut, dass ihr euch beim Egen Reich auch einen Charakter machen könnt, halt mit einem zweiten Account oder so. Und, dann können wir so langsam das planen, oder? Das Herbrettfort wird angegriffen. Hm. Herbrett, was machst du? Hast du Probleme? Ah, schwitze Sechste. Ich schwitze, schwitze, schwitze. Während des Schwitzens kämpfen ist nicht gut. Das macht mich so müde. Hm. Lol, der ist schon weg. Hä? Der ist einfach weg. Tja, okay. Verteidigen wir das Herbrettfort. Ich möchte kurz schauen, ob der Geheimgang hier verstopft ist. Nein, das sind zu wenig. Wahrscheinlich ist der, hat er angegriffen, hat gemerkt, er schafft's nicht und ist abgehauen oder so. Hm. Ja. Aber es ist ja gar nicht das Herbrettfort, das ist das andere. Stimmt. Vor lauter Schwitzen. Gott, oh Gott. Aber hier passiert nichts. Also Igen werden nicht so oft angegriffen. Weil sie eben überlegen sind. Schnell, gib Gab. Wollen wir jetzt herb gehen? Nein, wir gehen nicht herb. Hä? Ah, ich muss mich wieder merken, dass Herbrett unten ist. Im Süden. In Syrtis. Die Namen sind nicht so gut merkbar. Das merke ich. Ja. Wo sind die Reichspunkte? 460. Ich weiß nicht, wie ich die ausgeben kann. Habe ich noch nie gemacht. Aber ich glaube, das ist nur zum Zählen, oder? Dann beim Rückzug jämmerlich ins Gras zu beißen. Essen's, Nikas. Du bist nicht der, den du bist, wenn du wütend bist. Müssen wir jetzt diese Ogre bekämpfen oder diese Panther? Ich verstehe es. Du klingst wie eine Diva, genau. Das Ding ist, die können es nicht besser. Aha. So, jetzt sind wir in diesem Gebiet. Gleich. Was müssen wir hier machen? Hallo? Noch ein bisschen in diese Richtung. So. An Sultan eine Schrift. Ah, die Schrift war, die wir da im Inventar haben. Okay. Der ist hier unten. Dass die Igen sich die Schlacht selbst versauen, da stimme ich dir doch noch zu. Aha. Ja, Regnum ist halt voller Noobs. Weil es für Profis einfach nichts zu bieten hat. Es sind nicht die Profis, die die Items erhandeln. Es sind die Profis, die die Items sich holen. Eigenständig. Ohne Handel. Selfern spielen, das sind die Profis. So. Alles verkaufen. Gut, dann haben wir hier eine Tunik für Level 40. Verkaufen. 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 Nein, nicht verkaufen.
Okay. Verkaufen. Verkaufen. So. Also, gehen Richtung Ork-Wüste. Ja, das ist wieder die Wüste in der Mitte. Ja. Also müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Eine sehr, sehr gute Quest. Die ist so gigantisch groß. Man hat richtig viel Spaß an dieser Quest. Darum hat NGD Studios auch so viel Erfolg mit Champions of Regnum. Aber das Let's Play ist erfolgreich. Das könnte nur noch sein, also... Schauen wahrscheinlich mehr zu als spielen hier. Das ist toll, das finde ich richtig toll. Aber selber spielen macht natürlich noch ein bisschen mehr Spaß. Und wenn man mit einem Let's Player noch spielen kann, dann macht es natürlich noch viel mehr Spaß. Dann hat man auch nicht so die Probleme, die man als Einzelspieler hat, was ich momentan habe. Aber das ist halt auch nur, ja, meistens sind die wenigsten, die bei mir schauen, sind in beiden Ligen. Ich habe ungefähr 6 Leute von Syrtis und circa 2 oder 3 Leute von Alcyos. Aber von Inken habe ich nur 2 oder, ja, nicht mal einen. Das ist ein bisschen blöd. Aber mal schauen, also eben. Es kann viel getan werden, wenn halt viele bei Inken sind oder wechseln werden. Und wenig getan werden, wenn sie in den anderen Reichen sind. Und ja, das Ziel ist eigentlich, dass der Treffpunkt einfach bei den Egen ist und dort mit uns, also mit mir spielen könnt, sonst können wir uns nur treffen. Und eventuell werden dann wieder mehr kommen, dann wird, das Egenreich noch mehr überpowered sein. Und jo. Aber ja, das Balancing stimmt auch nicht. Also eigentlich ist das Syrtenreich das einfachste Reich. Oder das Alsenreich wegen den kurzen Laufzeiten. Und das Ignenreich eigentlich ist das Schlimmste. Aber es kommen halt auch am meisten zu den Ignen, weil der Bonus extrem gut ist. Also dieser doppelte EXP oder 50% EXP plus und Goldfind. Ist schon ein bisschen lockend, aber die meisten Leute, die sind so, die wenn man sie anschattet, die schreiben nie zurück, weil sie es irgendwie nicht checken oder wissen. Und das macht alle so ein bisschen Depri. Sie wirken alle so ein bisschen Depri. Und ja, dann gibt es noch die, die den ganzen Tag farmen und dann die allerbesten Items verkaufen. Und so. Also es gibt eigentlich nur 2 Arten Spieler. Die so gut wie möglich sein wollen und die, wo einfach nichts checken. Und ich bin leider einer, der noch nichts checkt. Also das ist klar. Aber ich will euch damit nicht irgendwie etwas, ja, schlecht machen oder so. Ich habe einfach das noch nicht. Ich habe vieles gar noch nicht erfahren. Ich spiele einfach. Ich lerne halt so nichts, weil das Spiel mir auch nichts anbietet zu lernen. Und so viel bin ich auch nicht mit anderen zusammen. Ich rede zwischendurch manchmal, wenn ich ein Video hochlade, im Ignis-Chat ein bisschen mit den Leuten, aber die erzählen, also die helfen mir nie. Die erklären mir nichts, oder? Darum bin ich eigentlich jetzt noch ein Noob. Aber ich habe schon viel gespielt, aber eben nicht so gespielt, dass ich etwas lernen konnte. Meistens nur leveln, das macht man ja in diesem Spiel eigentlich fast immer nur. Und ja, es ist halt schwer, oder? Und wenn ich dann als Noob beschimpft werde, ich nehme es nicht ernst, weil ich eigentlich auch kein Noob bin, aber trotzdem nicht halt die Erfahrung habe so. Und ja, mal schauen, also eben. Ich bin unterlegen, also 1 gegen 1 habe ich fast noch gegen fast keine eine Chance. Das ist einfach, weil ich die Items noch nicht habe und die anderen, die wahrscheinlich noch
schwächer sind als ich, also unterlevelig sind, haben diese Items schon. Weil es gibt viele Leute, denen macht es nicht aus, den ganzen Tag vor dem Bildschirm zu stehen und zu handeln. Aber ich mache es nicht. Ich habe es mir vorgenommen, das Let's Play halt auch ein bisschen länger zu machen und so. Und sonst, ja, geht's halt meistens nicht so. Also wir machen Marauder. Die können wir aber noch nicht besiegen. Das sind die starken, oder? Ja. Also dann gehe ich bis zum nächsten Part wieder zu den Aquantis. Und ja, im nächsten Part wird halt ein bisschen gelevelt, damit ich endlich Level 50 bin wenigstens. Und wenn ihr Bock habt mitzumachen, ihr dürft immer, schreibt mich an irgendwo, könnt mich hier als Freund-Ding hinzufügen und dann anschreiben per Doppelklick oder bei YouTube. Aber Hauptsache, es wird halt auch ein bisschen spannender, sonst bin ich dann der Einzige oder einer der Einzigen, der dann plötzlich das Projekt abbrechen muss. Und da bringt es auch nicht, 2 Wochen Pause zu machen, weil ich es nicht anders konnte. Ja, also. Dankeschön fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.